Also 1984 war eigentlich das mein erstes Modebild, das ich gemacht habe. Die Idee war, dass ich Ina Hagen fotografiere, nicht als Rockstar, sondern als Modell in London. Sie hätte das mit einem anderen französischen Modefotograf machen, aber sie hat sich nicht als Modell, Fashion Model gefühlt. Und dann haben sie dann irgendwo Köpfe eingeschlagen und dann musste ich hin. Very nice, very nice. Yeah. Okay. Okay. Very good. Okay. Very nice, very nice. Yeah. Okay. Okay, very good. Hang on, bench film. Das hat natürlich dann zu ganz lustigen Szenerien geführt. Unter anderem da, wo sie meint, sie sei ein Punk und alle Punk meinen, sie sei kein Punk. Und Vogue hat auch Bedenken gehabt, dass ich das gar nicht kann, weil ich bin ja kein Modefotograf gewesen. Aber das war meine erste Inszenierung gewesen. Und darum habe ich mich ja auch von der Rockmusik gelöst, dass ich anfangen konnte, meine eigenen Ideen umsetzen und meine Inszenierungen. Und das hat eine riesige Aufmerksamkeit gegeben in der Modeindustrie, vor allem bei der Zeitschrift. Und über Nacht bin ich in Paris und in Mailand und nachher auch nach New York geholt worden, weil ich eben eine andere Form, eine andere Bildsprache gefunden habe, um Mode darzustellen in der Gesellschaft.